In unserer gestrigen Ausgabe von Tag Aktuell haben wir von der Eröffnung der ersten Mobilitätsstation in Zwickau berichtet. Hierbei handelt es sich um das Projekt Zwickauer Energiewende demonstrieren. Wir waren heute Vormittag am Standort Eschenweg-Pappelweg vor Ort. Nachdem gestern ein Projekt-Infotag stattgefunden hat, wurde sich heute daran gemacht, die Station zu begrünen. Bereits um 9 Uhr machten sich die Mitarbeiter vom Hagebaumarkt daran, ein Hochbeet zu gestalten. Für das im Wohngebiet Marienthal beheimatete Unternehmen ist es eine Herzensangelegenheit, dieses Projekt zu unterstützen. Erinnern wir uns auch an den traditionellen Fackelzauber in diesem Wohngebiet, den man hier immer tatkräftig unterstützt hat. Ja, sehr gerne, vor allen Dingen auch für die ältere Bevölkerung soll natürlich ein Anhaltspunkt geschaffen werden und ein positiver Aufenthaltsort. Deswegen haben wir jetzt uns auch für das Hochbeet hier entschlossen, mit farbenfrohen Farben und auch mit Naschereien, dass die älteren Herrschaften sich hier auch wohlfühlen. Immerhin schauen wir hier auf unsere Zukunft und wir wollen doch selber auch im Guten leben. Wie wird das Beet denn versorgt? Glauben Sie, da kommt der eine oder andere mal mit der Gießkanne vorbei? Selbstverständlich. Wir haben hier auch Bänke stehen. Es wurde hier auch für Sitzplätze gesorgt und man kann sich hier gut aufhalten. Und es soll ja auch individuell für die älteren Herrschaften ein kleiner Treff werden und natürlich vielleicht auch der oder jener dann zum Einkaufen zum Hagebau rollen. Uns interessierte natürlich, wie seit Freitag von den Marienthalern dieses neue Domizil angenommen worden ist. Sehr gut. Also zur Eröffnung haben wir bestimmt 20 oder 30 Bürger zu Gast gehabt, die sich sehr gefreut haben, was aus dieser Grünfläche hier geworden ist, dass das eine schöne Nutzung widerfährt. Wir haben auch gestern schon die ersten Scooter ausleihen dürfen. Gestern Vormittag war richtig reger Betrieb hier. Die ersten Bürger sind hier schon im Quartier unterwegs gewesen. Und wir freuen uns, dass die Sache so gut angelaufen ist. Es ist ja in erster Linie eine Aktion für die älteren Bürger. Mobilität ist das eine. Aber ich glaube, es wird hier auch ein Platz geschaffen, wo man sich einfach treffen kann. Richtig. Und das fehlt, glaube ich, hier. Der ehemalige Edeka hier drüben, der hat leider ein wenig diese Strahlkraft hier verloren von dem zentralen Platz hier im Quartier. Wir hoffen quasi mit unserem Angebot hier einen Ersatz zu schaffen. Die Leute können sich ja treffen auf den Bänken, können mit uns ins Gespräch kommen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt und können auch untereinander hier ins Gespräch kommen. Es ist die Pflanzaktion heute und wie geht es denn diese Woche noch weiter? Richtig, morgen erwarten wir die Johanniter, die einen Infotag zum Leben und Wohnen im Alter veranstalten. Am Donnerstag präsentiert sich die Firma Alippi mit dem Rollator und Scootercheck und am Freitag präsentiert sich der Verein Aktiv ab 50, um explizit für Seniorinnen und Senioren ein Beratungsangebot auch hier zu schaffen. Also ich denke, das ist eine gute Aktion für die Stadt, für das Wohngebiet und wir werden einfach mal schauen, wie sich es entwickelt. Genau, das hoffen wir.